attention. This is not a distress signal. I repeat, this is not a distress signal. This is a message of hope that I am broadcasting around the world. If you can hear me, remember that all is not lost. The infection that changes people into zombies has overwhelmed our world, but we can fight back. Join me, and together we will overcome these monsters. Join me, and together we will rebuild a new community. Join me, and we will build the city of hope that humanity so desperately needs on the ruins of this world. Join me at latitude 29.954-6500. Longitude -90.0750700. Join me at latitude Jo, liebe Freunde, ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen Tom Spielvideo, heute mal vom PC, jawohl. Heute gibt's mal ein Early Access Spiel, How to Survive 2, absolut geil. ich hatte schon zu How to Survive 1, hatte ich ja auch schon was gemacht, gehabt. Und jetzt ist der zweite Teil da, ich freue mich, jetzt total anders. Gibt viele, viele Möglichkeiten, die man jetzt machen kann. Und was zum Beispiel? man kann zum Beispiel ein Multiplayer-Game aufmachen bis zu 16 Spieler. Und ihr könnt euch in einem Camp treffen. Jawohl, ihr habt jetzt ein Camp, was ihr aufbauen könnt. Und da könnt ihr euch dann treffen mit 16 Leuten, könnt ihr rumwuseln, Ringelpiez mit anfassen und so. Und könnt ihr nachher, wenn ihr sagt, so, jetzt machen wir eine Mission, dann könnt ihr bis zu 4 Leuten los. Ne? Bis zu 4 Leuten könnt ihr los und dann eure Mission machen. Absolut genial. Aber bevor ich jetzt hier rumlaber, zocke ich jetzt einfach los. Wie gesagt, das ist ein Early Access Titel. Es kann vielleicht sein, dass es da hier und da nochmal einen kurzen Bug gibt. Aber wen stört schon? So, lokales Spiel. Ich hatte schon einmal ein bisschen vorgezockt gehabt, mal ein bisschen so reingeschaut. Und konnte mich kaum lösen. Ich zocke das Ganze mit dem Xbox 360 Controller. Genau. Hier nochmal eine kurze Übersicht von der Buttonbelegung. Das ist übrigens der neue Controller von Xbox One. Yeah. So, was da unten so rumsteht und so, das werde ich einfach mal gekonnt alles wegdrücken. Das könnt ihr euch selber alles durchlesen. So, ich habe zwar ein neues Spiel gemacht, aber er hat irgendwie meine Truhe hier, wie ich sehe, gerade einfach mal übernommen. Soll mich nicht stören? Bin gerade ganz verdutzt. Na egal, wir nehmen es einfach mal so hin. So. Das ist Kovac. Kovac ist geil. I'm happy to see that my message helped get you here safe and sound. Let me introduce myself. I'm Kovac. Delighted to meet you. You'll have to forgive me for this somewhat distant welcome. But we both know that these days unpleasant encounters are a dime a dozen. And even though I get the feeling there's a bit of electricity between us, I figure we should get to know each other one step at a time. See if we can work together. Sound good? Great. So, let's get this thing underway. So, Eignungstest. Unsere erste Aufgabe. Gut, das überspringen wir mal. Wir haben jetzt hier nochmal eine kurze Übersicht
für unsere erste Aufgabe, die wir machen müssen. Das heißt, wir müssen einfach mal 5 Infizierte auf den Schädel hauen. Gut, und nebenbei, wenn wir Bock haben, können wir auch noch mal ein paar Heilpflanzen einsammeln. Gut, wir starten das Ganze. Und dann geht's los. How to Survive 2. Boah, Mann, hab ich mich gefreut. So. Jetzt schlagen wir uns hier mal ein bisschen durch. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Noch mehr hat er jetzt aber nicht mitgenommen, ne? Von. Ne, das ist ein ganz neuer Charakter. Ja, das ist hier übrigens Charakter an sich. Hier ist mein Inventar. Ne, hier können wir noch mal hier gucken. Waffen, Munition, Panzerung und Heilmittel und Tränke. Wir haben Handwerk. Da können wir auch ein bisschen, ja, nachher craften. Ganz klar, How to Survive. Ne? Da craften wir uns Dinge zusammen. Was richtig geil ist. Verbesserungen haben wir. Hier können wir mächtig viel skillen. Ne? Also immer schön EP machen und dann, oder XP. Und dann können wir hier immer schön rein skillen. Zum Beispiel in Spatzenhunger verlangsamt den Rückgang in der Hungeranzeige. Und so weiter und so fort. Ja, voll geil. Hier haben wir nochmal unseren Charakter selber. Was wir so tragen. Ja, das mit dem Mauszeiger ist irritierend, weil ich spiele das zwar mit dem Pad, aber das ist doch so ein Mauszeiger. Ich denke mal, eine neuen, also wenn das Spiel released ist oder so, wird das wohl nicht mehr da sein. Mit dem Mauszeiger finde ich das etwas umständlich. So. Weiter im Text. Das Looten nicht vergessen, ne? Also, wenn ihr ein paar Zombies auf den Kopf gehauen habt, dass ihr dann natürlich da guckt, ob da auch nichts liegen lassen wurde. So, weiter. Da haben wir doch mal schon was. Hier ist großes Holzstück. Aufsammeln. Grovax, sei ruhig. Heilpflanze. So, jetzt weiß ich gar nicht, ob das auch im ersten Teil war, aber ich glaube nicht, ne? Das Klettern. So, nee, ne? Auf jeden Fall ist jetzt Klettern da mit drin. Wir können jetzt klettern. Ach, die haben da ein bisschen rumgekuschelt eben. Manchmal haut er noch zweimal, also drauf. Also wenn ich jetzt, ich klopp jetzt da richtig drauf. Ja, jetzt komischerweise nicht. Doch, jetzt. Naja. Gut, er schlägt manchmal, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, er schlägt manchmal ganz komisch, er schlägt nochmal nach. Ne, stört ja nicht. So, können auch ein bisschen ranzoomen. Damit haben wir die Aufgabe schon mal geschafft. Sammeln hier nochmal ein bisschen Heilkräuter ein. Ja, ja, schreien wir hier rum. Kriegst gleich auf den Kopf. So. Und da haben wir noch einen Stock. So, dann würde ich mal sagen, wir gehen ins Camp zurück. Damit wir nochmal eine Aufgabe machen können. Weil zu viel will ich natürlich nicht zeigen. Na, ihr sollt euch natürlich das Spiel selber kaufen. Was ich euch hiermit wärmstens empfehle. Ja, also. Auch für Neuansteiger, die noch kein How to Survive gespielt haben. Ja, könnt ruhig zugreifen, ne? So, Kovac. Ich hab deine Leichen da, ich hab deine Toten gekillt. So, das war unsere erste Aufgabe. Das werden wir überspringen, gleich zur nächsten Aufgabe gehen. Erste Sondierung der Stadt. Ja, wir gehen in die Stadt.
Geil! Gut, ich überspringe das Gelaber, ne, weil wir wollen nicht unnötig Zeit schinden hier und wir sollen in die Stadt und was sollen wir aufsammeln? Wir sollen aufsammeln eine Ölflasche. Das werden wir natürlich machen. Und hin. Ja, wundert euch nicht, dass ich mich mal so komisch anhöre. Ich, ich bin etwas krank. Kaum wird es draußen 1 Grad kühler, dann werde ich gleich krank. Unglaublich. So. Ja, geil, wir sind in der Stadt. Hier können wir ein bisschen rumlaufen und natürlich aufsammeln, was geht. Ne? Nicht nur Zombies killen und das dann aufsammeln, was sie fallen lassen. Alles, wo was blinkt und rumliegt, alles aufheben. Da war noch was. Pflasterstein, wer weiß. Ja, wie ich ja schon gesagt hatte, man kann ein Camp aufbauen. Also ich habe noch nicht so richtig ein Camp aufgebaut. Ne? Also ich kann dazu noch nicht so viel sagen. Ich habe bis jetzt nur eine Truhe hingestellt. Aber das finde ich ja richtig geil, dass man jetzt ein Camp aufbauen kann. Und ich bin gespannt, was man noch alles so für Gebäude hinstellen kann. Da bin ich echt gespannt. So. Ich muss jetzt auch lügen, jetzt gerade über den Preis. Ich hab den nämlich wieder vergessen, wie teuer es bei Steam gerade ist. Bevor ich jetzt was Falsches erzähle, ich werde den Preis unten in die Videobeschreibung einfach mal einfügen. Und dann mit dem Link zu Steam. Und dann könnt ihr euch das Spiel da selber zulegen. Ihr könnt praktisch jetzt schon ausmachen und gleich zu Steam gehen und euch das zulegen. Und nicht vergessen, es ist Early Access. Ne, es ist noch nicht fertig. Also nicht, dass das nachher rumgemeckert wird. Oh, das geht ja hier alles gar nicht. Nein, das ist Early Access. Wir dürfen Bugs sein. Aber es läuft sehr rund für den Early Access. Ich habe bis jetzt keine Bugs oder irgendwie... Ja komm, fall runter. Hey, 5,9. Ich habe bis jetzt keine schwerwiegenden Fehler oder so gesehen. Absolut nicht. So. Gehen wir da gleich nochmal ins Haus. Können nämlich schön in Gebäude reingehen. Ja, da draußen streift noch ein Walker rum. Stoffstück, Geldstück. Oh, das war schon. Ich habe die Öllampe gefunden. Das ging ja schnell. Wir können uns ja hier nochmal oben kurz umsehen. So. Da blinkt auch noch was. Wasserflasche, Aluminiumrohr. Da blickt auch noch was, mein Gott. Ja, zum Teil sind die Loots, also die Sachen, die so rumliegen, sehr großzügig verteilt. Das hat mich mal beim ersten Teil aufgeregt und bin ich rumgelaufen. Habe eigentlich nie was gefunden. Aber hier findet man wenigstens was. Ja, komm, hol dir dein Stück Fleisch. Wir kommen runter. Yay. Boah. Das sind schlaue Zombies. Die fallen noch nicht mal so richtig auf die Fresse. Das ist langweilig. Das muss geändert werden. Zombies müssen grundsätzlich, wenn sie irgendwo runterfliegen, auf die Schnauze fallen. So, jetzt heben wir da hinten nochmal kurz diese Dings auf. Und was ist das? Stahlfedern. Nehmen wir auch mit. Habe ich eigentlich eine andere Waffe schon? Nee, ne? Na komm her.
Dich machen wir noch. Gerade dahin steht noch einer. So. Waffen. Ich habe nur den Baseballschläger. Die Voodoo Hard Rock Gitarre kann ich erst mit Level 5. Jawohl. Doch ein Fehler hatte ich. Ich hatte ja schon eine Aufnahme gemacht. Aber komischerweise wollte sie YouTube. Wollte sie nicht haben. Wollte sie nicht verarbeiten. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Also musste ich das jetzt nochmal neu machen. Und hier hatte ich einmal mal drauf gedrückt. Und dann ist das Spiel abgestürzt. Keine Ahnung. Kann natürlich auch an meinem Rechner gelegen haben. Oder einen blöden Zufall. Auf jeden Fall geht es jetzt. Ja, also stürzt jetzt nicht ab. Ja, hier habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt. Ich denke mal, hier kann man irgendwelche Infos sehen oder man kann irgendwie was verbessern, zerlegen oder pimpen. Werden wir alle sehen. So, jetzt killen wir hier den Hoshi nochmal kurz. Und dann gehen wir nach Hause. So, einmal Steuerkreuz nach oben gedrückt halten und dann können wir die Quest beenden. Belohnung 1250 EP, Bonus 1.0, Abzug bei Tod, ich habe keinen Tod erlitten. Gut. Ja. Absolut geil. Also ich freue mich, dass es der zweite Teil da jetzt gibt. Und bin da echt wirklich gespannt, was da jetzt noch alles so reinkommt. So, Kovac. So, ja, ich habe das einfach mal abgebrochen. So. Wir können jetzt zu Kovac runtergehen. Also gehen wir jetzt mal in den Bunker rein. So, hier sind wir im Bunker. Natürlich, wenn es irgendwo blinkt, da bin ich wie eine Motte und das Licht. Ich muss erstmal hin und das aufheben. So. Und da ist unser Freund Kovac. So, erste Einrichtung. Genau, ein Camp. Absolut genial. Every camp worthy of the name has a trunk, even an ugly one. Without one, you can't store what you find here and there. So, I'll explain how to build your very own trunk. You're going to need wood, rope, and fabric. Wood and fabric you can find pretty much everywhere in the forest. Rope, on the other hand, is kind of hard to come by. I suggest you look for some in the swamp. There's always some lying around. Unless that old nutcase got there first and took everything. He goes wandering around the bog sometimes. Then he's not fighting with his brothers. But whatever. First go and find. Gut, wir sammeln jetzt. Jetzt muss ich die Aufgabe noch machen. Also, ich soll jetzt mir eine Truhe bauen. Ich hatte das ja schon im ersten Video gemacht. Komischerweise hat er es mit übernommen ins neue Spiel, die Truhe. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das so Sinn der Sache war oder ist. Ja, auf jeden Fall, wir sollen jetzt eine Truhe bauen und wir sollen jetzt die Zutaten dazu suchen. Ne? Ein bisschen Holz, Stoffstücke und Flechtseil. So, jetzt regnet das auch noch. Perfekt. Achso, wir haben auch eine schöne Karte. Die bleibt jetzt offen. Also genialo. Und dann kann man natürlich die Karte auch erstmal ein bisschen aufdecken, ein bisschen rumlaufen.
So. Zack. Da, und da fällt er wieder. Boah. Lässt sich auch sehr, sehr gut mit Pet steuern. Große Erbsen. Oh, lecker. Erbsen und Wurzeln. So. Aber das ist jetzt erstmal soweit, was ich euch jetzt aus der Early Access Version zeigen möchte, weil wenn es jetzt komplett released ist, wenn es fertig ist, dann gibt es nochmal ein richtiges Tom spielt, ne, was auch etwas länger dauert. Also, na, man kennt das ja, meine Videos gehen immer so fast eine Stunde oder so. Und da möchte ich dann halt nochmal ein richtiges How to Survive 2 Video machen. Ich kann jetzt erstmal so für mich sprechen und sagen, also auf jeden Fall lohnt es sich, das Early Access Ding, diesen Early Access Titel zu holen. Schon allein, weil man damit auch den Entwickler unterstützt, ne? Und die können dann immer schön weiter an einem Spiel werkeln oder beziehungsweise an How to Survive werkeln. Und gibt natürlich auch immer Feedback, ne? Also wenn ihr irgendwelche Sachen da findet, wo ihr sagt, oh, das ist nicht so in Ordnung, dann schreibt das ruhig da bei Steam irgendwie in die Kommentare oder nimmt Kontakt zum Entwickler auf. Ne? So mache ich das auch. Wenn mir jetzt hier irgendwas nicht gefällt, dann schreibe ich da hin und sage einfach, dass da gibt es noch einen Bug. Ne? Da passiert immer und immer wieder. So könnt ihr ein bisschen ja, mithelfen. Ja, also auf jeden Fall. Preis, wie viel das kostet, werde ich unten in die Videobeschreibung verlinken. Und ansonsten sei noch gesagt, How to Survive 2 macht richtig Spaß. Richtig cool, empfehle ich, greif zu und hab damit richtig viel Spaß. Und vielleicht kann man ja mal eine Runde zusammen zocken. Na, also den Multiplayer, den werde ich natürlich auch noch ausprobieren und dazu auch noch ein Video machen. Gut. Das war's dann jetzt aber erstmal von mir. Und How to Survive 2 Early Access auf Steam. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis die Tage, euer Tom. Tschüss, tschüss.